Herzlich willkommen am 4. September, etwas verspätet, aber im Jahr 2021 findet in der Verbandsgemeinde Herrstein-Raunen der erste und ich hoffe nicht letzte Mitmachtag statt. Was ist Mitmachtag? In Ortsgemeinden haben sich Menschen, die verantwortlich sich fühlen für ihre Orte, Planungen gemacht. Sie haben geguckt, welches bestimmte Projekt, wie auch jetzt hier am Standort Nationalpark Blick in Berschweiler. Und das Ganze ist so weit gereift, dass wir als Verbandsgemeinde gesagt haben, wir machen mal mit in diesem landesweiten Mitmachtag. Und so werden die Zuhörer im Laufe dieses Spots mitbekommen, wo in welchen Orten alles entstanden ist. Und ich kann nur alle, die diesen Spot oder diese Dokumentation auch hören, auffordern, seid mal genauso neugierig wie wir und schaut euch die einzelnen Projekte an, die in den insgesamt 14 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde entstanden sind. Und bei der Gelegenheit danke ich natürlich auch dem aktiven Jugendbeirat der Verbandsgemeinde, dass sie das Ganze mitbegleiten. Ihr seid schon gut. In Raunen auf der Burgunderhöhe beim Projekt Usawald soll mit vielen Helferinnen und Helfern ein Bürgerwald errichtet werden. Zuerst müssen dafür bestimmte Flächen geräumt werden und für die Pflanzung von klimatoleranten Baumarten vorbereitet werden. Hi, wir stehen heute vor der Kita Rappelkiste in Bergen, wo heute von vielen freiwilligen Helfern das Außengelände verschönert wird. Also unser Projekt heißt Gartenhäuschen in der Kita Rappelkiste und Sonstiges. Wir streichen unsere in die Jahre gekommenen Gartenhäuschen. Wir bauen aus alten Paletten Spielhäuschen für die Kinder und unser Garten, der letztes Jahr errichtet wurde, bekommt auch noch eine Einfassung, wenn das alles heute an dem Tag funktioniert. Ja, toll, dass sich so viele Leute für ihre Heimat engagieren. Aber was bedeutet für Sie eigentlich Heimat? Ich bin selber gebürtige Bergenerin. Also ich arbeite praktisch da, wo ich wohne. Und Heimat ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, ein gutes Gefühl. Und wir versuchen auch ganz viel Heimat zum Beispiel unseren Kindern zu vermitteln. Die Palettenhäuschen können sich echt sehen lassen. Vielen Dank an die Helferinnen und Helfer aus Bergen, die ihren Ort ein Stück schöner gemacht haben. In Bruchweiler wird der Freiwilligen Mitmachtag genutzt, um in kleinen Gruppen die Wege, Ruhebänke und Freizeiteinrichtungen rund um die schöne Ortslage von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. So, wir befinden uns jetzt gerade am neuen Aussichtspunkt in Berschweiler. Dort wurde heute ein Fenster gebaut, das man hinter mir sieht. Mit dem kann man jetzt noch besser die Aussicht genießen. Manfred Wild erzählt uns vom Aussichtspunkt Nationalparkfenster in Berschweiler. Dieser diente früher als Wetterstation. Es ist zugleich der höchste Punkt im Ort. Insgesamt nahmen 15 Helferinnen und Helfer am Projekt teil. Wir bedanken uns bei allen Freiwilligen für diese schöne Idee. In der Ortsgemeinde Oberkirn sollte eigentlich ein Geländer erneuert werden. Dieses wurde leider nicht rechtzeitig geliefert. Die vielen Helferinnen und Helfer waren deswegen aber trotzdem nicht untätig, sondern haben sich einfach andere Baustellen gesucht. Sie haben das Gemeindehaus aufpoliert, Hecken geschnitten und Kanalschächte gereinigt. Auch in Herborn auf dem Festplatz beteiligen sich Helferinnen und Helfer am Freiwilligen Mitmachtag. Wir sind hier bei dem Freiwilligen Mitmachtag mit 9 Personen zugange und wir renovieren das Spießbratenhaus der Freiwilligen Feuerwehr Herborn. Dieses machen wir in Zusammenarbeit mit unserem Förderverein. Wir haben begonnen, das Haus zu streichen, den Dach von Moos zu befreien. Kleine Reparaturen haben wir ausgeführt an Holz. Sie wurden auf 2 Wege auf dem Freiwilligen Mitmachtag aufmerksam. Erstmals war es
durch einen Flyer, durch die Verbandsgemeinde, der über unseren Ortsbürgermeister uns ausgehändigt wurde. Und der zweite Weg war in der Heimat, in dieser Zeitung, gab es mehrere Informationen zu dem Mitmachtag. Der Projektleiter erzählt uns, was Herborn für ihn auszeichnet. Wer Herborn kennt, der weiß, wie schön Herborn liegt, am Fuße der Wildenburg gelegen. Ein wunderschöner Ort. Wir haben ein reges Vereinszusammenspiel hier in Herborn. Das sieht man ja auch, wenn man nach Freiwilligen ruft, sind sofort Leute da, die etwas machen. Das zeichnet Herborn in der Gemeinschaft auch aus. In Herstein treffen sich ebenso freiwillige Helferinnen und Helfer. Unter Anleitung eines Wegemarkierers werden sie in die Technik der Wanderwegmarkierungen eingeführt. Es wird eine Strecke des Hunsrück-Vereins abgegangen, die vorhandene Beschilderung kontrolliert und wenn nötig ergänzt. Auch in Hintertiefenbach haben sich viele Helfer und Helferinnen zum Anpacken versammelt. Also wir tun heute das Pulverloch aufpolieren oder eher gesagt Hintertiefenbach aufpolieren. Und ja, wir wollen das einfach ein bisschen auf Vordermann bringen. Ja, die letzten paar Tage hat das in der Planung sehr gut geklappt. Und deswegen wollten wir das heute auf Samstag, Mitmachtag, quasi machen. Ja. Marcel Dick erzählt uns, was für ihn Heimat bedeutet. Die ganzen Leute helfen, packen an, ob es jetzt Auswärtige sind oder heimatnah. Das ist einfach die Gesellschaft, das spontane Auftreten. Und dann natürlich am Schluss das gute Feierabendbier ist natürlich in aller Munde. Im Seniorenzentrum Kirschweiler spielen die Helferinnen und Helfer gemeinsam mit den Senioren Gesellschaft und Rätselspiele. In Weiden. Ein Dorf putzt sich raus. Projektleiter Manfred Dahlheimer und Werner Kaiser vom Verschönerungsverein erzählen, welche Projekte sie umgesetzt haben. Wir machen eigentlich schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, im Jahr immer einen Tag, wo aus der Gemeinde, aus dem Dorf raus, freiwillige Helfer irgendetwas machen. Zumeist ist es dann so, wie auch in diesem Jahr, dass wir auf dem Spielplatz oder auf dem Festplatz am Bürgerhaus Reparaturen durchführen oder sonstige Sachen ergänzen, Verschönerungen oder wieder ein Putztag und so weiter. In diesem Jahr haben wir natürlich auch im Wald ein bisschen aufgeräumt, einen Wanderweg ein bisschen freigemacht. Hier auf dem Platz haben wir hinten die Rutsche. Die haben wir erneuert. Und alle, was hier steht, Toilette, Spießbratenanlage und Halle, sauber gemacht. Wir hatten auch insgesamt am Bürgerhaus eine Trockenmauer. Da sind die Kollegen noch dran. Die ist abgerissen worden und wieder neu aufgebaut worden. Außerdem haben wir natürlich relativ viel Verkehr hier im Ort und deshalb haben wir die Schilder aufgestellt, fahrt vorsichtig, es könnte auch Ihr Kind sein. Das ist uns wichtig, dass wir im Dorf eine gewisse Sicherheit haben, dass die Leute auch hier langsam durchfahren. Außerdem haben wir die Mitfahrerbank, liegt auch schon 2 Jahre auf Eis, haben wir heute Morgen installiert und das Schild aufgehängt, sodass wir da auch auf dem neuesten Stand sind. Das machen wir natürlich gemeinsam mit dem Verschönerungsverein. Hier der Werner Kaiser, das ist der stellvertretende Vorsitzende. Und wir freuen uns immer, wenn viele helfende Hände dabei sind. Und in diesem Jahr können wir uns eigentlich nicht beklagen. Wir haben, glaube ich, 24 Erwachsene plus Kinder, wo wir in 5, 6 Gruppen hier im Ort aufgeteilt haben, wo dann ihre Arbeit verrichten. Und ab ca. 3 Uhr wird dann hier gegessen und noch ein bisschen gefeiert. Und dann lassen wir das gegen 4, 5 Uhr auslaufen. Und dann war es für uns ein schöner Tag. Vollmersbach. Im Dorf und um das Bürgerhaus wurden die Blumenbeete schön hergerichtet. Das Team rund um Dieter Petsch legte dann an der Grillhütte richtig los. Das Dach wurde ausgebessert, es wurde neu gestrichen und rundherum herausgeputzt.
herrschte ein Ortskern in der Schmiede von Jean Collin. Das ist eine Einführung in das Schmieden für Jugendliche. Ich habe von dem Projekt als Unternehmen gelesen und wollte gerne meinen Teil dazu beitragen. Es ist so, dass man keine Hilfe in der Schmiede braucht, wenn das nicht von einem sehr erfahrenen Mitarbeiter kommt. Aber so kann ich eine kleine Einführung bieten. Ein außergewöhnliches Erlebnis beim Mitmachtag für Jugendliche. Auf geht's nach Veitsroth zum Steiner Gästebuch. Hallo, ich bin Rebecca Grösser. Wir sind hier in Veitsroth im Steinernen Gästebuch. Unser Projekt heißt Unterhaltung Steinernes Gästebuch. Wir bauen zwei Brücken neu, bessern Wege aus. Ziel ist es, die ausgewaschenen Wege, die durch die Sturzregen und das Wetter in den letzten Monaten stark gelitten haben, auszubessern, die Schlammkuhlen aufzufüllen. Und die zwei Brücken, die hier über die Bäche im Steinernen Gästebuch führen, sind einfach sehr alt schon, morsch. Und hier ist das Ziel, möglichst naturnah neue, stabile Brücken zu bauen. Wir verwenden hier nur frisch, beziehungsweise hier stehend gefälltes Lärchenholz, nach Rücksprache mit dem Förster, der das bereits angezeichnet hatte. Es soll also auf Imprägnierung komplett verzichtet werden. Und wir versuchen, möglichst einen baulichen Wetterschutz dadurch zu erreichen, dass alles trocken lagert. Auch die Kinder aus dem Dorf packen mit an. Wir sammeln hier Müll, dass die Tiere sich nicht da drin verfangen. Und wir putzen die Steine. Also Heimat ist einfach ein generationenübergreifender Zusammenhalt, wo einfach alle anpacken. Also ich denke, gerade in Veitsroth wird das groß geschrieben. Für mich ist Heimat auch, dass die Familie, Freunde immer in der Nähe sind und verfügbar sind. Und ganz wichtig auch die Natur vor der Haustür. Das ist für uns Heimat. Ja, Heimat bedeutet auch einfach, glaube ich, für alle einfach ein Ort, an dem man immer wieder gerne zurückkommt. Nach harter Arbeit stehen am Ende des Tages die beiden Brücken. Eine meiner qualifizierten Mitarbeiterinnen hat mit mir Rücksprache gehalten und sagte, pass mal auf, die Staatskanzlei, das Land, die machen einen Mitmachtag mit dem Hintergrund, dass es schon viele Ehrenamtliche gibt, wo man aber, wenn ein bestimmtes Projekt in der Mache ist, da auch die Menschen gewinnt, freiwillig in ihrem Dorf mitzuarbeiten. Und so ist das Ganze entstanden, war ja eigentlich im letzten Jahr schon fertig. Und dann kam, wie bei vielen Dingen, Corona dazwischen. Deshalb machen wir das mit nur einjähriger Verspätung. Und ich darf sagen, die Resonanz ist hervorragend. In jedem Ort, wo ich bisher war, sind ganz, ganz viele Menschen jung geblieben, die mithelfen, dieses Projekt umzusetzen. Es gibt Ortsgemeinden, viele Ortsgemeinden, die haben viele Ehrenamtliche, die, wenn sie gerufen werden, auch kommen. Es gibt sogar einige Ortsgemeinden, die haben sowas wie eine Seniorenmannschaft, die einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen helfen, die dann beim OB anrufen, kann ich was mit dem Gemeindearbeiter, mit dem Gemeindediener machen. Und ich wünsche mir durch solche Tage, die sicherlich auch im nächsten oder im übernächsten Jahr Feuerwehreinsatz durchgeführt werden, dass sich so eine Truppe auch etabliert und insgesamt die jungen Menschen, die in den Dörfern wohnen, sich wohlfühlen im Dorf. Und wenn sie selbst zu einem Projekt beitragen, dann haben sie ein ganz anderes Gefühl zu dem Projekt und dann werden wir auch ganz andere Vandalismus eben weniger erleben, weil man selbst mitgearbeitet hat. Und wir sind das Doku-Team des Jugendbeirates Herrstein-Raunen. In drei Gruppen haben wir jeweils 4 bis 5 Projekte besucht und gefilmt, fotografiert und Interviews durchgeführt. Wir hoffen, euch hat der Film gefallen und vielleicht haben wir euch ja auch motiviert, beim nächsten Mal in eurer Ortsgemeinde mit anzupacken.
Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns jetzt auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram und TikTok.